einzige Sender der Bundesrepublik, der nicht unter Regierungskontrolle steht. Nachdem wir aber von dem Herrn Rambaum eine Zusage für später erst bekommen haben, er musste sich ja die Zusage wahrscheinlich erst von seinem Vorgesetzten, ehemaligen Vorgesetzten Rambaum, Schwanitz holen, kommt der Redakteur, der Journalist auf die Idee, ja, wie, denn ich wusste auch, wo Schwanitz wohnt, in einem der Hochhäuser in der Leipziger Straße, Leipziger Straße 42, wohnt er. Ja, vielleicht können wir mit ihm mal reden. Wäre doch möglich. Wir fahren hin und weil wir den ganzen Tag schon gefilmt hatten, hatte ich hier das Mikrofon angesteckt, damit sich immer an- und ab für den Tonmann natürlich kleine Erleichterung. Das hatte ich die ganze Zeit schon dran, so dass sie bloß zusammenstecken mussten. Und wir fahren in die Leipziger Straße und das Haustelefon, es ist ja unten immer geschlossen, Haustelefon, wir rufen ihn an. Und überraschen ihn, als ich sagte, eine Frau ist am Haustelefon. Ja, ihr ist Herr Schreiber, ich hätte gern mit Ihrem Mann gesprochen. Es wäre etwas sehr zu regeln. In dieser befehlhaberischen Art und Weise. Jetzt musste die denken, es ist einer der Ihren, der mit ihm, ihrem Mann, also mit Generalleutnant Schwanitz, was zu besprechen hat. Und auf den Trick ist sie reingefallen. Ich habe das sehr, jetzt habe ich es etwas leicht abgewandelt. Aber damals habe ich das schon richtig in diesem Befehlston und die haben mich nach oben gebeten, 42. Stock. Im 17. gibt es noch eine Wohnung, die auch für den Schwanitz ist, wahrscheinlich eine Ausweichmöglichkeit. Die denken auch an ihre Sicherheit, aber hoch in den 24. Stock und mache die Tür auf, hinter mir, also ich stehe vor der Tür, klingle, mache die Tür auf, hinter mir steht das Fernsehteam, Tonmann, Fernsehteam hinter mir, ich mache die Tür auf, nein, kein Fernsehen, um Himmels Willen, wir haben dazu keine Genehmigung gegeben, wir wollen das nicht, Sie sind, ich sage ja, mein Name ist Schreiber, ich habe eben mit Ihnen gesprochen, ich hätte gern mit Ihrem Mann etwas zu besprechen. Ja, dann kommen Sie bitte rein, dann wieder die Tür zu. Ich komme rein, stehe einem netten alten Herrn gegenüber, Generalleutnant Dr. Wolfgang Schwanitz, ein richtiger alter Opa, wie man ihn sich vorstellt, ein sympathischer alter Herr. Und der sollte meine Tötung unterschrieben haben? Kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Habe ich mir so ganz kurz nur gedacht. Aber dann wollte mir die Hand reichen, was ich sichtlich übersehen habe, ganz bewusst. Habe mich dann kurz hingesetzt und ich zeige ihm, sie setzte sich neben ihn auf die Sessellehne und ich zeige ihm, Herr Schwanitz, warum haben Sie mich um die Welt jagen lassen, überall Ihre Unterschriften? Warum haben Sie mich um die Welt gejagt? Ja, Mann, dann regen Sie sich doch nicht auf, was wollen Sie denn? Sie haben doch wenigstens die Welt gesehen dadurch. Zynisch bis es geht nicht mehr. Nun reichte mir das aber nicht. Nehme ich die von ihm unterschriebene Anordnung für meine Tötung. Ich sage, und hier, Herr Schwanitz, Ihre Unterschrift. Generalleutnant Dr. Wolfgang Schwanitz, Sie wollten mich auf frischer Tat liquidieren lassen. Hier steht es, Ihre Unterschrift. Und was macht der Mann? Was sagt der Mann zu mir? Ich sollte mich doch nicht aufregen. Was wollen Sie denn? Sie leben doch noch. Seien Sie froh. So, das sind diese Leute, die heute noch versuchen, die DDR zu relativieren. Heute noch hinstellen, es war ja gar nicht so schlimm. Ich habe meine vorgesehene Tötung unterschrieben von diesem Mann und von anderen auch. Die habe ich noch vorliegen. Und dann wollen die sich hinstellen, es war gar nicht so schlimm. Es sind Lügner, es sind Verbrecher, es sind Mörder. Der Bundesrepublik, der nicht unter Regierungskontrolle steht.